Hi Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video gibt es mein ehrliches Review, meine ehrliche Meinung, quasi ein kleiner Testbericht zu dem Hosting-Anbieter Alpha Hosting aus Deutschland. Ob ich den Anbieter empfehlen kann, welche Vorteile und auch Nachteile das eventuell bei Alpha Hosting gibt, alles das erfährst du in diesem Video. Ja, mittlerweile habe ich eben schon die diversesten Hosting-Anbieter benutzt. Ich habe bei den diversen Anbietern positive sowie auch negative Erfahrungen gemacht. Und eines möchte ich gleich vorwegnehmen. Alpha Hosting gehört in jedem Fall zu den Anbietern, mit denen ich überwiegend positive Erfahrungen gemacht habe. Auf die Details möchte ich da auch gleich noch genauer darauf eingehen. Aber ich möchte an der Stelle auch gleich sagen, dass es so den wirklich perfekten Hosting-Anbieter nicht gibt. Man hat überall mal ein paar Vorteile, aber auch vielleicht ein paar Nachteile. Also es gibt jetzt nicht den Hosting-Anbieter, wo alles super gut ist. Aber wie gesagt, wenn man sich einen Hosting-Anbieter sucht, dann sollte man sich einen suchen, wo eben die Vorteile überwiegen und was natürlich zu einem persönlich am besten passt. Und mit Alpha Hosting habe ich hier eben einen Hosting-Anbieter herausgenommen, wo man für relativ wenig Geld ein ziemlich solides Hosting auch eben für WordPress-Projekte bekommt, auch wenn es kein spezielles WordPress-Hosting ist, was man aber im Grunde auch nicht benötigt. Aber eben bei Alpha Hosting bekommt man für relativ wenig Geld ein sehr gutes und solides Hosting. Und auch ich habe einige Projekte noch bei Alpha Hosting gehostet. Ganz konkret auch meine Webseite robert-leitinger.com. Die läuft auch auf Alpha Hosting. Ja, und weil ich den Preis jetzt schon angesprochen habe, weil man bekommt für einen sehr günstigen Preis ein solides Hosting, starten wir doch gleich mit der Preisthematik. Und zwar, das sind so mal diese ganz gewöhnlichen Shared Web Hosting Angebote von Alpha Hosting. Und man sieht, es geht hier los eben bei 3,99 €. Ich weiß, das sind nicht die günstigsten Preise. Es gibt andere Hosting-Anbieter, die eben noch günstigere Hosting-Tarife anbieten. Und dann interessant wird es meiner Meinung nach hier ab dem Tarif ab 6,99 € und auch der Business L und Business XL Tarif. Ich persönlich bin so transparent und sage das jetzt gleich, dass ich eben für meine Webseite robert-leitinger.com, ist eigentlich nur ein einfacher Blog, für den verwende ich eben den Business L Tarif und ich muss sagen, ich bin hier auch mit der Ladezeit eigentlich ganz zufrieden, wobei man natürlich auch sagen muss, dass das Hosting natürlich nicht allein ausschlaggebend für die Ladezeit oder die Performance einer Webseite ist, aber das ist natürlich auch ein Baustein von mehreren Bausteinen, wenn man eine recht performante, sagt man das so, Webseite betreiben möchte. Also eine Webseite mit einer guten Performance. Okay, also wie gesagt, das sind so diese gewöhnlichen Shared Web Hosting Pakete. Ich denke mal, jemand, der auch neu startet mit einem Projekt, der auch vielleicht mit einem neuen WordPress-Projekt startet und wo das Budget auch etwas beschränkt ist, der sucht sich sicherlich für den Start mal ein günstigeres Hosting-Angebot. Ein komplett günstiges, wo einfach viele Sachen fehlen, wo die Performance nicht gut ist, würde ich generell nicht empfehlen. Also ein paar Euro pro Monat sollte man dann doch überhaben. Und ich denke, hier um 6,99 €, das ist für den Einstieg schon mal ein gutes Hosting. Gehen wir hier mal auf Tarifdetails anzeigen. Hier ist eben die App-Leistung, also was bedeutet App-Leistung? Die Hosting-Leistung eigentlich, ich weiß gar nicht, warum sie es App-Leistung nennen, markiert. Also man sieht einfach, mit erhöhtem Preis bekommt man einfach mehr Ressourcen, man bekommt einen stärkeren Arbeitsspeicher, auf dem das Hosting läuft und ja, mehr Speicherplatz etc. Wobei das war für mich persönlich nicht ausschlaggebend, also ich wäre auch mit weit, weit weniger als 150 GB ausgekommen. Ich wäre mit einem Zehntel des Speicherplatzes ausgekommen. Also das war jetzt kein Grund, warum ich zum höheren Paket gegriffen habe. Ich habe tatsächlich wegen den Ressourcen zum höheren Paket gegriffen. Okay, ansonsten verwenden Sie schnelles SSD-Hosting. Sollte heutzutage eh Standard sein. Also ein Webhosting ohne SSD würde ich natürlich nicht benutzen. Und was für WordPress bezüglich der Performance ein großer Vorteil ist, wenn das Hosting-Paket einen sogenannten OP-Cache anbietet, also ein PHP-Caching.
Das beschleunigt WordPress schon spürbar und Alpha Hosting hat das sogar schon in dem Paket eben um 6,99 Euro pro Monat ist das schon integriert. Eben das ist das Paket Multi XL. Hier bei Datenbank und Skripte sieht man es eben, OP Cage ist integriert, ist sogar im kleinsten Paket auch schon integriert. Okay, gut, dann das kostenlose Let's Encrypt Verschlüsselung ist eh klar, ist drinnen. Die Verschlüsselung ist eh kostenlos, aber sie verlangen auch keine Setup-Gebühr. Manche Hosting-Anbieter machen das, dass sie eine Setup-Gebühr für das kostenlose Let's Encrypt SSL-Zertifikat verlangen. Das ist hier nicht so, das ist kostenlos integriert. Und ansonsten, was ist auch noch wichtig, gut, für E-Mails, E-Mail-Speicherplatz etc. ist sowieso absolut ausreichend. Traffic Flat ist auch normal. Aber die Domains sind noch interessant, wie viele Domains sind inkludiert. Also bei dem Paket um 6,99 Euro sind bereits 4.de-Domains integriert. Das ist eigentlich ordentlich, also das ist wirklich inklusive, muss man dann nicht extra bezahlen, auch in der Verlängerung nicht extra bezahlen. Allerdings hat man hier eben den Nachteil, dass es eben nur .de-Domains sind. Das ist wieder ein Punkt, den ich ein bisschen uncool finde. Ein kleiner Nachteil, also ich hätte es besser gefunden, man hätte nicht 4 Domains integriert, sondern man hätte nur 2 Domains integriert, aber man hätte frei wählen können, ob man eine com.de und eine de-Domain will oder eine at-Domain und eine com-Domain oder 2 com-Domains etc. Also das finde ich ein bisschen schade. Das war auch ein Grund, warum ich das größere Paket genommen habe, weil ich habe hier in diesem einen Hosting-Paket noch ein paar kleinere anderen Projekte auch mitlaufen und auch unter anderen Domains. Beim größeren Paket und dem das Paket um 9,99 Euro, das ich unter anderem nutze, das sind eben auch diese 4.de-Domains integriert und zusätzlich kann man noch 2 Domains frei wählen, also entweder eine com-Domain oder net.org.at etc. Also da bekommt man dann wirklich schon mehr, aber eben wenn du eine Website erstellen willst, wenn du eine de-Adresse hast und du möchtest günstig starten, um 6,99 Euro bekommst du relativ viel RAM. Somit ist auch dieses günstige 6,99 Euro Hosting bereits gut geeignet, dass man hier Elementor etc. laufen lassen kann. Das läuft alles flüssig, das funktioniert alles sehr gut. Ja, Auto-Install etc. ist natürlich auch enthalten. Okay, also ein Zwischenfazit zum Thema Preis. Ich finde, zu einem wirklich eher günstigen Preis von 6,99 Euro. Ich weiß, es gibt günstigere, aber Hosting-Pakete gibt es um, ich denke mal, um 1 Euro pro Monat bis 200, 300 Euro pro Monat. Gut, das hier ist natürlich Shared Hosting. Shared Hosting ist immer günstig, aber es ist eines der besseren Shared Hostings mit mehr Ressourcen, mit SSD. Das um 6,99 Euro, OP Cage ist dabei. Ausreichend Speicher, da braucht man sich gar keine Gedanken machen. Ja, also das finde ich sehr positiv. Alpha Hosting gehört übrigens auch nicht zu den kleinsten Anbietern, sondern ganz im Gegenteil. Alpha Hosting gehört auch zu Dogado, ebenfalls ein bekannter deutscher Anbieter, beziehungsweise das ist eben eins, nur eben mit 2 Brandings. Von dem her steht hier eine große, solide deutsche Firma dahinter. Und der Serverstandort ist auch in Deutschland. Also für einen Start mit wenig Budget kann ich das für WordPress-Projekte um 6,99 Euro empfehlen. Eines der besten Shared Hostings für WordPress aus dem deutschsprachigen Raum, das mir bekannt ist. Und wenn es ein bisschen mehr Leistung sein soll, dann hier dieses Paket um 9,99 Euro. Da bekommt man eben noch mehr Ressourcen. Ich persönlich bin damit sehr zufrieden. Und für dann noch mehr Leistung, da muss man dann natürlich auf was anderes umsteigen und kein Shared Hosting mehr verwenden. Wie gesagt, bei anderen Projekten, die komplexer sind oder wo ein Online-Shop läuft, wo WooCommerce läuft und noch andere Sachen, da verwende ich dann kein Shared Web Hosting, sondern da verwende ich dann was anderes. Aber für einen Blog oder für eine Affiliate-Seite, für ein anderes, für eine Firmenwebseite auch perfekt geeignet, so ein Shared Hosting-Paket. Da gibt es dann eigentlich meiner Meinung nach auch keinen großen Grund, warum man dann irgendwie ein extrem teures Hosting bezahlen muss, wenn es sowieso nicht genutzt wird und wenn die Leistung des Shared Hostings bisschen ausreichend ist. Vor allem, wenn man hier noch ein bisschen nachoptimiert, wie ich das natürlich selbstverständlich auch gemacht habe. Okay, also Preis-Leistung auch in Anbetracht der Domains, die enthalten sind, wirklich sehr gut. Also da kenne ich Schlechteres. Da habe ich schon deutlich mehr bezahlt für weniger Leistung. Alles okay. Den Punkt Performance habe ich jetzt in den Preispunkt auch schon ein bisschen reingebracht. Das möchte ich jetzt nochmal kurz
zusammenfassen, wie gesagt, schneller SSD-Speicher, relativ viel RAM und OP-Cache. Also das ist bezüglich der Performance sehr gut. Und aus der persönlichen Erfahrung heraus muss ich sagen, war bzw. bin ich sehr zufrieden mit der Performance von Alpha Hosting. Für ein Shared Web Hosting ist das eigentlich das Beste, das ich je hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was mir bei der Performance fehlt und was ich schade finde, dass sie noch immer nicht integriert haben, zumindest nicht zum Zeitpunkt meines Reviews, das ist HTTP2, die dafür sorgt, dass einzelne Dateien schneller bzw. gleichzeitig übertragen werden können und dann eben nochmals für einen Speedboost unter verschiedenen Voraussetzungen sorgen kann. Kann deswegen, weil die Technologie nach wie vor noch nicht von allen Browsern unterstützt wird, und das könnte natürlich ein Grund sein, warum sie das noch nicht implementiert haben. Aber trotzdem, wie gesagt, Performance, dafür, dass es ein Shared Web Hosting ist und mit 6,99 € auch sehr bezahlbar ist, beziehungsweise auch das Paket um 9,99 €, das ist dann schon, ab hier wird es so ein quasi ein kleines Luxus-Shared Hosting, aber der Preis ist auch gerechtfertigt, vor allem für die Domains, wenn man die nutzt und für die Leistung, die man bekommt. Natürlich ist und bleibt das noch immer ein Shared Hosting, aber auch, was gibt es bezüglich der Performance noch zu sagen, Time to First Byte, also wie lange das dauert, bis der Server überhaupt mal etwas überträgt. Und das ist bei Alpha Hosting, ohne dass ich jetzt leider gerade die aktuellen Beispiele offen habe, und das habe ich auch nicht selbst getestet, muss ich auch so ehrlich zugeben, aber das habe ich eben nachrecherchiert, und da muss ich sagen, da waren alle Tests, war Alpha Hosting hier ganz vorne mit dabei, also Time to First Byte auch sehr gut. Kommen wir zum nächsten, Support. Support ist auch so eine Sache, da habe ich auch schon viel erlebt bei diversen Anbietern. Ein Anbieter, wo der Support durchgehend extrem schlecht war, fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht ein. Aber ein Anbieter, wo der Support ähnlich gut ist wie bei Alpha Hosting, fällt mir auch nicht ein. Das Ticketsystem bei Alpha Hosting ist so genial, egal um welche Uhrzeit, egal ob Arbeitstag oder nicht. Ich habe bis jetzt immer innerhalb von kürzester Zeit eine Antwort bekommen. Ich kann mich noch erinnern, ich war richtig erstaunt. Ich hatte einmal am Anfang, wo ich eben noch eine Funktionalität nachfragen wollte, wo ich das Hosting-Paket relativ neu gebucht hatte und ich am Wochenende da was gemacht habe, dann habe ich, glaube ich, am Samstag nach 23 Uhr eine Support-Anfrage geschickt. Habe damit gerechnet, dass ich die Antwort vielleicht am Montagnachmittag, vielleicht sogar Vormittag bekomme, und habe sie dann gleich bekommen. Und ich hatte dann noch ein paar weitere Support-Anfragen und die wurden immer extrem schnell beantwortet. Also ich glaube, ich habe 5 oder 6 Mal ein Support-Ticket gelöst und jedes Mal habe ich eine hilfreiche Antwort in unter einer Stunde bekommen. Also das ist echt großartig, das hätte ich nicht erwartet, nicht für ein so verhältnismäßig günstiges Hosting. Kann natürlich, ich weiß gar nicht, ob die jetzt einen unterschiedlichen für das Business L Paket einen besseren Support haben wie für das Multi XL, für das günstigere. Ich schau mal, ob ich es ganz schnell finde. Aber es hat mich Service und Support. Ticketsystem, kostenlose Hotline, das habe ich nie ausprobiert. Mir ist dann das Ticketsystem lieber, da kann ich detailliert einfach alles reinschreiben und einen Screenshot anhängen etc. Und ja, also Premium Support kann man, wie ich hier sehe, aufpreismäßig noch bekommen. Nur ich wüsste nicht, was soll Premium Support überhaupt sein, denn der ist schon so Premium. Support jedenfalls großartig, also hier würde ich alle Punkte von allen verfügbaren Punkten vergeben. Wirklich ein guter Punkt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Funktionalität. Also wenn man jetzt Funktionalität, Features, wie gut kann man mit Alpha Hosting arbeiten, wenn man sich einloggt, wie einfach ist das? Ja, was gibt's da zu sagen? Ich hätte auch gern mehr aus dem Backend gezeigt. Ich zeige hier aber nur ganz ausgewählte Sachen, weil ich eben nicht möchte, dass man hier eben viele Daten von mir sieht. Es sind auch nicht nur eigene Projekte, sondern ich habe insgesamt sogar 2 Hosting-Pakete gebucht hier und ich habe auch einige Projekte, die ich in Kooperation mit anderen Personen mache, und ich möchte nicht, dass man hier alles sieht, die ganzen FTP-Zugänge etc., auch wenn die Passwörter
zwar verschlüsselt dargestellt werden, aber trotzdem. Generell zum Interface möchte ich sagen, es ist sehr einfach aufgebaut, also auch ein Anfänger wird sich schnell zurechtfinden. Es gibt so eine, wie man es von vielen Hosting-Anbietern kennt, so ein Auto-Install-Ding, also man klickt einfach hier auf Software und dann, ja gut, das finde ich ein bisschen schade, dass WordPress hier unter Blogs zu finden ist, denn WordPress ist heutzutage natürlich viel mehr als ein einfaches Blogsystem. Dann klickt man eben auf Jetzt installieren, dann kann man noch ein paar Sachen eingeben, also wie der Username ist, wie das Passwort sein soll etc., ob man eine neue Datenbank erstellt, auf eine verwendete Datenbank übergeht, in welches Unterverzeichnis im FTP-Ordner man es legen möchte, etc. Jedenfalls ist auch so aufgebaut, dass Anfänger sich hier gleich zurechtfinden. Also ich kann jetzt nichts großartig Negatives sagen zur Funktionalität. Ich kann nur sagen, es ist nicht super modern. Also ich kenne Hosting-Anbieter, die sind da viel moderner, oder wenn man so ein cPanel gewohnt ist, das hat man bei Alpha Hosting nicht. Also es sieht so halt, ja, unspektakulär aus, aber man findet sich dennoch oder vielleicht gerade deswegen schnell zurecht. Also hier kann ich jetzt auch nicht wirklich was bemängeln. Man hat dann auch noch diverse weitere Einstellungen, hier Experteneinstellungen oder auch Backups, die gemacht werden, wobei man sich nie auf Hosting Anbieter Backups rein verlassen sollte. Also ich fahre da immer so ein Zwei-Schienen-System. Ich erstelle eigene Backups und man hat halt zusätzlich noch die Backups vom Hosting-Anbieter. Und sonst sind dann eben hier noch weitere sogenannte Experteneinstellungen. Das habe ich auch schon aufgemacht. Wenn man hier auf Experteneinstellungen geht, dann sieht man hier eben Security Center, Server-Einstellungen, DNS-System, also diese Standardsachen, die man kennt, die ein Anfänger wahrscheinlich nicht benötigt, aber die man halt, wenn man speziellere Sachen machen möchte, benötigt. Hier möchte ich dann aber bei den Server-Einstellungen schon einen kleinen Kritikpunkt anbringen. Und so, jetzt bin ich eingeloggt und bei den Server-Einstellungen. Bei den Server-Einstellungen kann man eben selber einige Dinge umstellen. Wie gesagt, ein blutiger Anfänger wird hier nicht viel verändern. Es ist eigentlich generell schon relativ gut vorkonfiguriert, mit der Betonung auf relativ. Hier sieht man eben, man kann eine andere PHP-Version nehmen, 7.3 ist eingestellt, ist meiner Meinung nach auch gut, ist nicht die ganz aktuellste, aber dafür die mehr, also eine bessere Kompatibilität hat als eben aktuell 7.4, dann eben die OP-Cache, das würde ich auf jeden Fall auf On stellen. Man sieht hier, aktuelle Einstellung ist On bei mir, selbstverständlich. Und jetzt komme ich zu einem Kritikpunkt, warum ich gesagt habe, relativ gut voreingestellt. Hier beim Memory Limit etc., hier ist von Standard nicht der höchste Wert oder hier sind nicht die höchsten Werte eingestellt, die man zur Verfügung hat. Also das, was wir vorher beim Preis gesehen haben, bei den Preisen, hier bei Memory Limit etc., das Maximalste, wie zum Beispiel hier ist eben 768 MB etc., das ist nicht voreingestellt, sondern es ist eben ein geringeres Limit eingestellt und das kann man hier halt mit einem Klick umstellen, ist keine große Sache. Ich denke, Alpha Hosting macht es ein bisschen, um Ressourcen zu sparen, weil ein Großteil der Nutzer wird nicht manuell das Memory Limit hochschalten etc. Und somit verkaufen sie zwar das Paket mit den hohen Memory Limit etc., aber sie hoffen, dass nicht alle das höchste Limit ausnutzen. Ist jetzt kein Beschiss oder so in meinen Augen. Nicht jeder braucht auch das maximale Memory Limit etc., aber ich mache es halt so, ich gehe da rein und ich stelle mir dann überall das Maximalste ein, um halt auch die beste Leistung rausholen zu können. Ob jetzt OP-Cache ist, glaube ich, standardmäßig auch auf Off, also das sollte man auf jeden Fall einstellen, Memory Limit hochstellen etc. und dann hat man eben performancemäßig schon, dann passt es schon ganz gut, wenn man dann das noch WordPress auf WordPress-Ebene auch nochmal optimiert. Dazu wird es übrigens auch ein ausführliches Video geben, wie du die Performance deiner WordPress-Webseite verbessern kannst. Also wenn du einen Kanal noch nicht abonniert hast, dann bitte abonnieren. Ich zeige dir da verschiedenste Möglichkeiten. Aber zurück zum Thema. Ich war jetzt eben gerade beim Thema eben Funktionalität etc. Und da muss ich sagen, das Backend, das Hosting-Backend ist sehr einfach. Es wirkt ein bisschen outdated, aber man findet sich schnell zurecht. Es gibt kein cPanel, aber alle wichtigen Einstellungen findet man dennoch.
Wenn man noch tiefer reingehen will, dann muss man das sogenannte Config aufrufen. Das will ich jetzt nicht zeigen, weil man hier eben unter anderem vielleicht viele Daten sehen könnte, die ich nicht öffentlich zeigen möchte. Das Config ja ist auch so ein bisschen eine veraltete Oberfläche, nicht wirklich modern, aber man findet sich zurecht. Da kann man dann eben noch mehr Einstellungen machen, dass man zum Beispiel Domains umleitet. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mehrere Domains reserviert hat, dann kann man die eben umleiten auf die Main-Domain etc. Ansonsten findet man auch hier ganz einfach, wie man sich seine E-Mail in Outlook etc. einrichten kann. Wie gesagt, die Funktionalität und das Hosting-Backend ist solide. Man findet sich schnell zurecht. Vor allem Anfänger dürften sich schnell zurechtfinden. Es ist aber auch so ein bisschen outdated. Aber es spricht ja auch nichts dagegen, dass Alpha Hosting hier mal ein Update macht und dass das dann halt alles ein wenig moderner aussieht. Und ich denke, das wird auch kommen. Kann auch sein, wenn du das Video jetzt in einem Jahr siehst etc., dass dann das Backend hier schon wieder anders aussieht. Okay, dann kommen wir mal kurz noch zum Fazit, wo ich nochmal die Vorteile und die Nachteile von Alpha Hosting kurz auflisten möchte. Starten wir mit den Nachteilen, weil die Nachteile sind kürzer. Ich habe die Nachteile im Beitrag schon ein bisschen erwähnt. Ich finde keine richtig großen Nachteile. Ein Nachteil ist sicherlich, sie bieten zwar einerseits viele Domains an, aber bei dem Paket um 6,99 Euro bekommt man satte 4 Domains, was viel ist, aber eben nur .de-Domains. Möchtest du nur eine einzige .com-Domain, dann müsstest du die auch halt extra kaufen. Das ist sicherlich ein Nachteil. Cooler wäre es gewesen, sie würden, wie ich es erwähnt habe, nur 2 statt 4 Domains anbieten und diese 2 Domains könnte man die Endung frei wählen. Im größeren Paket hat man dann eben auch 2 Domains dabei, wo man die Endung frei wählen kann, plus diese 4 .de-Domains. Da kann man dann eigentlich nicht mehr meckern, da ist dann schon einiges dabei. Aber wie gesagt, das ist bei dem Paket um 6,99 Euro cool, dass sie 4 Domains dabei haben, aber eben nur .de-Domains, naja. Aber wenn du eben ein Projekt auf einer .de-Domain bauen möchtest, ist es natürlich perfekt. Und der zweite kleine Nachteil ist, dass eben das Hosting-Backend meiner Meinung nach nicht wirklich modern ist. Allerdings findet man sich schnell zurecht. Aber wenn jemand wirklich so ein cPanel sucht, also wo das alles in modernen Kästchen dargestellt wird, etc. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt besser umschreiben soll. Einfach ein moderneres Layout möchte, das kann Alpha Hosting nicht bieten, aber dennoch findet man sich schnell zurecht und es bietet eigentlich für jeden Anfänger sicherlich genug Funktionalität und auch professionellere Einstellungen können vorgenommen werden. Ein weiterer kleiner Nachteil meiner Meinung nach ist, dass sie HTTP 2 nicht unterstützen. Die Performance generell ist sehr gut, wie ich es ja vorhin schon angesprochen habe, aber das wird noch vielleicht ein bisschen was drauflegen. Ob man es wirklich merken würde, weiß ich jetzt nicht und ich weiß, dass es auch noch nicht von allen Browsern unterstützt wird, aber zumindest, dass man es optional anbieten würde, dass man es aktivieren oder deaktivieren könnte, so wie den OP-Cache, das würde ich gut finden. Das gibt es leider nicht, das ist ein kleiner Nachteil. Und noch ein kleiner Nachteil, was kein wirklicher Nachteil ist, wenn man es weiß, ist, dass eben teilweise bei den Server-Einstellungen nicht überall auf die maximale Leistung gestellt wurde. Das kann man aber, wie gesagt, manuell innerhalb von wenigen Sekunden erledigen, so wie ich es in dem Video gezeigt habe. Also das ist nur ein kleiner Nachteil, kein wirklicher Nachteil, denn das kann man eben schnell beheben. Okay, das war's schon zu den Nachteilen. Meiner Meinung nach sind hier keine gravierenden Nachteile dabei, wo man sagen müsste, okay, mit diesem Hosting-Anbieter auf keinen Fall. Also das sind kleine Nachteile, die es bei jedem Anbieter gibt. Ich werde noch mehrere Hosting-Reviews machen und ich werde überall Nachteile finden und bei einigen Reviews auch mehr Nachteile finden, so viel schon mal vorweg. Aber wie gesagt, eben die Nachteile sind nicht wirklich gravierend. Kommen wir jetzt nochmal zu einer Zusammenfassung der Vorteile. Wie gesagt, Alpha Hosting hat meiner Meinung nach den besten Support, den man sich überhaupt vorstellen kann. Also ich wusste vorher nicht, dass es so einen guten Support bei einem eher günstigen Shared Hosting überhaupt gibt. Und dann der zweite Vorteil von Alpha Hosting ist meiner Meinung nach die Performance. Auch wenn das, wie gerade angesprochene, HTTP 2 fehlt, so ist OP-Cache OP-Cache verfügbar, also ein PHP-Cache-System. Zusätzlich stehen großzügige Serverressourcen und eine SSD und schnelle SSD-Festplatten zur Verfügung. Das ist sehr gut.
Und das waren eigentlich auch schon die Hauptvorteile. Die Anzahl der integrierten kostenlosen Domains kann ich jetzt auch zu den Vorteilen sehen. Ich weiß, ich hatte es vorher bei den Nachteilen, aber vor allem, wenn man das Paket um 9,99 Euro nimmt, da hat man dann eben insgesamt 6 kostenlose Domains dabei. Das ist auch schon recht ordentlich und der Speicherplatz ist sowieso ordentlich. Also der ist auch bei dem günstigen Paket um 6,99 Euro, glaube ich, war der schon bei 100 GB oder ja, bei 100 GB und beim 9,99 Euro bei 150 GB. Also das ist sowieso ausreichend. Darüber braucht man eh nicht reden, aber das ist eh bei den meisten Anbietern völlig okay. Eine Traffic Flat ist auch drin natürlich, also dass man hier nicht limitiert ist. Und die Time to First Byte gehört eigentlich zum Punkt Performance noch dazu, ist auch sehr gut. Ja, das ist so meine persönliche Meinung zu Alpha Hosting. Wenn du danach googeln wirst, dann wird sich das bestätigen. Also ich lese überall die gleichen Sachen, ich lese überall, der Support ist großartig, Time to First Byte ist gut. Ja, es ist ein solider deutscher Hosting-Anbieter und ich kann vor allem auch für WordPress-Webseiten, für Firmen-Webseiten, für Blogs etc. Kann ich das Paket empfehlen, auch das günstige um 6,99 Euro. Link ist in der Videobeschreibung. Für noch etwas mehr Serverressourcen und Leistung ist das Paket um 9,99 Euro wirklich gut. Wie gesagt, ich nutze es selber für meinen Blog robert-leitinger.com. Könnt gerne vorbeischauen. Bin damit sehr zufrieden und werde auch mit diesem Projekt, mit diesem Blog auch auf Alpha Hosting bleiben. Wenn du weitere Fragen hast, bitte in die Kommentare. Wenn du selbst Erfahrungen gemacht hast mit Alpha Hosting oder wenn du denkst, ein anderer Hosting-Anbieter ist viel, viel besser, dann schreib es bitte auch in die Kommentare. Und wenn du weitere Videowünsche hast, zum Beispiel wie man eine WordPress-Webseite von einem Hoster zu einem anderen überträgt, nein, das habe ich schon gemacht, oder einen anderen Videowunsch, dann schreib es auch in die Kommentare. Generell gibt es hier Videos rund um WordPress, Webdesign, Online-Marketing, Tutorials, Tipps und Tricks. Also wenn du noch nicht abonniert hast, dann bitte abonnieren. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zusehen und freue mich total über einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.